Phoenix persönlich. Gaststätten und Restaurants sind wieder geöffnet, doch der Umsatz der letzten Wochen und Monate, der ist für immer verloren. Große Firmen schlüpfen unter einen Rettungsschirm, aber wie geht es Selbstständigen und kleinen Firmen? Ganz schlecht geht es denen, die in der Kultur arbeiten. Wolfgang Niedecken ist bei mir, den ich sehr herzlich begrüße. Guten Tag. Wie geht es denn den Musikerinnen und Musikern? Das kommt darauf an, ob sie ohnehin schon mehr oder weniger staatlich gefördert werden oder ob sie wirklich Solo-Selbstständige sind. Und bei den Solo-Selbstständigen ist natürlich die Situation sehr, sehr prekär. Wir waren ja die Ersten, die mit, in Anführungszeichen, mit Berufsverbot belegt wurden. Und wir werden die Letzten sein, die wieder dürfen. Denn große Veranstaltungen, wo viel Publikum erscheint, wird es bis auf lange Sicht nicht mehr geben. Das ist schon bitter. Also auch dann, damit dann auch verbunden, die Leute, die uns dabei helfen, aufzutreten, also die Crew beispielsweise, dieser ganze Sektor ist ja komplett von Pleiten bedroht. Also das, jetzt sagt man so zum Beispiel bei Schauspielern, 98% der Schauspieler, die leben im Zweifelsfall von staatlicher Unterstützung, von kleinen Engagements, die sie haben. Das wird ja wahrscheinlich in der Musik nicht anders sein. Da gibt es ja wahrscheinlich nur ganz wenige, die über ein Konto verfügen, über das sie jetzt im Augenblick ihren Lebensunterhalt finanzieren. Da gibt es wenige, ja klar. Also es gibt ja Bands, die deutlich kleiner sind als wir. Es gibt auch Bands, die deutlich größer sind als wir. Aber so die Leute, die ich kenne, die leben, genau gesagt, mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Und je nachdem, wann man dann die Steuern bezahlt. Es gibt jetzt Leute bei uns, die haben die Steuern bezahlt fürs nächste Jahr, weil sie dachten, im nächsten Jahr werden sie viel verdienen. Ja, die stehen jetzt, die müssen jetzt irgendwo einen Kredit herkriegen. Die gucken, wie sie ihre Familien durchkriegen. Werden Sie manchmal angerufen, gefragt, kannst du mir helfen oder so etwas? Gibt es das untereinander? Also wir überlegen gerade, dass wir sowas machen wie Crew Aid. Dass wir irgendwie für die Crew was tun. Das ist allerdings jetzt auch sehr schwer, weil das Hauptgeschäft macht man natürlich als Musiker auf Tour. In Zeiten von Spotify, wo der Tonträgerumsatz, der physische Tonträgerumsatz mehr oder weniger absolut im Sinkflug begriffen ist. Wenn wir dann nicht spielen können, wie soll das gehen? Also die Konzerte, die jetzt gemacht werden vor Autokinos, das ist auch so eine Sache. Das ist wenigstens etwas, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das neue Album, das im September erscheint, die Premiere davon im Autokino zu machen, wo die Leute alle in Autos sitzen. Wir sitzen vor dem Kölner Panorama, dem wirklich beeindruckenden Panorama mit Dom und Hohenzollernbrücke, und Sie verbinden da auch was Besonderes mit, denn Sie haben immer dieses Foto im Kopf, als die Hohenzollernbrücke noch im Rhein lag und der Dom eigentlich das einzige Gebäude hier war, was noch stand. Wir haben jetzt gerade 75 Jahre Befreiung von der Nazi-Herrschaft. Was verbindet Sie mit dieser Zeit? Sie sind in der Kölner Südstadt aufgewachsen, Sie sind noch in den Trümmern als Junge beim Spielen unterwegs gewesen. Ja, also ich bin 6 Jahre nach dem Krieg geboren und aufgewachsen in den Trümmern, klar. Die Trümmer waren für uns, da gab es den Begriff noch nicht, aber es waren wunderbare Abenteuerspielplätze. Also rund um das Silber ins Tor waren die Häuser zerbombt. Ganz wenige waren noch, ja, unbeschädigt sowieso, kein einziges. Aber wir haben in den Trümmern gespielt und haben uns erst relativ spät gefragt, wo die eigentlich herkommen, die Trümmern. Das war für uns das Normalste der Welt. Aber es war nicht nur zum Spielen so, sondern es hat Sie auch motiviert, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Sie gehören zu denen, die sich als Künstler sehr stark engagieren politisch, und zwar vor allen Dingen gegen Rechtsradikalismus. Das hat möglicherweise ja auch sehr viel damit zu tun, dass Sie Ihrem Vater was nicht verziehen haben. Ja, also das es gibt dieses berühmte Lied von Ihnen, ja. Verdammt lang her, also ja. Verdammt lange her, mhm. Übersetzt. Das ist ja die Auseinandersetzung mit dem Mitläufer, der Ihr Vater war. Ja, also das geschrieben allerdings schon zu einer Zeit, wo ich das lange verarbeitet hatte, wo ich lange wusste, dass ich meinem Vater auch sehr ungerecht gegenüber war.
natürlich als 15-, 16-Jähriger in der Pubertät. Man legt sich mit seinem Vater an, auch politisch, die ersten eigenständigen politischen Gedanken. Es ging damals natürlich um den Vietnamkrieg, wie die meisten meiner Generation sind wir ja vom Vietnamkrieg politisiert worden. Und er hatte eine andere Ansicht, was die Amis da zu suchen hatten, als ich. Und ich war dahinter gekommen, dass er Parteimitglied war. Allerdings so ein Märzgefallener, typischer Fall von dann, als es nicht mehr anders ging, ist er in die Partei eingetreten, damit er seinen Lebensmittelladen weiter betreiben konnte. Er hat sich angepasst, aber das Schlimme ist, halt diese ganzen Angepassten haben den Hitler letztendlich erst ermöglicht. Haben wir eine Situation aus Ihrer Sicht im Augenblick, wo man die Sorge haben muss, dass eine solche Bewegung wieder nicht nur existiert, sondern auch Überhand gewinnt? Ja, man muss sich ja nur mal in der Welt umgucken. Also da gibt es vor ungefähr 4 Jahren wurde der Trump gewählt, was der mittlerweile alles angerichtet hat. Ist ja unfassbar, ist eigentlich unbegreiflich. Ein Bolsonaro, wir haben in Europa einen Orban, wir haben die Situation in Polen. Wir müssen aufpassen, dass die AfD hier nicht so stark wird, dass sie womöglich wirklich was bestimmen kann. Wir haben die Situation in Frankreich, Le Pen, wir haben die Situation in Italien. Also das wird halt immer enger. Die Populisten sind auf dem Vormarsch. Die sind, und die muss man stoppen. Und man darf sich auch nicht selber beruhigen, sagen, das wird schon wieder, unsere Demokratie muss das aber aushalten. Ist die Demokratie denn aus Ihrer Sicht in der Krise? Ist das auch ein Systemproblem? Die Demokratie ist gefährdet. Wir haben jetzt im Moment gerade heute die Situation, dass die Verschwörungstheoretiker von rechts, von links, Esoteriker sind auch dabei, dass die diese Einigkeit, die am Anfang gegen Corona noch geherrscht hat, wo auch alle Politiker, was ich sehr angenehm fand, an einem Strang gezogen haben. Übrigens, zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, es ist wirklich ernst, wenn die tatsächlich die demokratischen, die wirklich demokratischen Parteien, wenn die alle an einem Strang ziehen, dann ist es wohl sehr ernst. Und das wird jetzt, die wollen spalten. Ja. Aber Sie haben zum Beispiel in einem Stück von Ihnen Kristallnacht schon davor gewarnt. Kristallnacht bezieht sich auf die Kristallnacht. Das ist aber schon viele Jahre her. Hat sich zu der damaligen Situation etwas geändert? Die Geschichte wiederholt sich, aber immer wie eine Wendeltreppe. Immer auf einer anderen Ebene. Man kann die Situation von vor 40 Jahren nicht mit der heutigen Situation vergleichen. Da gab es damals die NPD, dann gab es später gab es die Republikaner. Es gab immer solche Parteien und das hat unsere Demokratie auch ausgehalten. Es ist eine andere Situation mittlerweile. Es wird wirklich immer enger. Es wird in Europa immer enger. Die wollen ja auch Europa spalten. Die wollen Europa. Die AfD ist gegründet worden als eine eurokritische Partei, wo es um die Finanzen ging. Dann ist das Thema weggebrochen. Als nächstes kam dann die Flüchtlingskrise. Und jetzt haben sie überlegt, wie kriegen wir das dann jetzt mit Corona? Wie kriegen wir den Keil Corona in die Gesellschaft getrieben? Und jetzt momentan ist halt sehr gefährlich, dass es auch von links losgeht. Also das linke ist im Grunde genommen, die beiden treffen ja irgendwo. Und doch, das ist auch teilweise esoterisch, was man momentan im Netz alles liest, was da auch kommentiert wird, das macht einem schon Angst. Ich habe das neue Lied hier, dieses Ruhe vom Sturm, natürlich nicht geschrieben, weil ich wusste, dass die Situation am 75. Jahrestag des Kriegsendes so ist. Ich habe das Lied vor 2 Jahren geschrieben. Das war das erste Lied fürs neue Album, wo ich auf eine Musik, die ich besonders toll fand, unser Gitarrist hatte mir die gegeben, mal die Schleusen geöffnet habe und habe mal drauf fließen lassen, was mir in den 2 Jahren nach der Trump-Wahl so alles durch den Kopf gegangen ist. Und das Ergebnis ist Ruhe vom Sturm. Ruhe vom Sturm ist übrigens die 5. Zeile aus Kristallnacht, bewusst. In der Ruhe vom Sturm war das Staat, ganz klar heimlich verlässt die Stadt. Jetzt gerade noch vor dem Panorama mit Dom, jetzt hier im Süden von Köln am Rhein. Warum ist der Rhein für Sie so wichtig? Oh, ich bin am Rhein aufgewachsen.
Wenn unsere Eltern uns erlaubt haben, also in dem Fall meine Mutter erlaubt hat, dass man über die Südbrücke auf die Poller Wiese durfte, das war praktisch so dann, das war da, von da ab war man ein junger Mann. Also das war ganz, ganz wichtig, am Rhein alleine spielen zu dürfen. Aber ich bin mit meinen Eltern auch schon hier auch genau gewesen, als ich noch klein war. Und wir haben dann hier auch im Sand gelegen und ich durfte dann da ein bisschen planschen. Also das ist so, für, wenn man in der Südstadt aufgewachsen ist, ist hier Rodenkirchen, also die Rodenkirchen der Riviera, natürlich eigentlich auch zu Fuß zu erreichen. Also, Sie haben ja gesagt, Sie kommen hier auch zu sich. Das ist eine besondere Sache, wie man im Zweifel auch im Wald Ruhe sucht und ein bisschen demütig wird vor der Natur. Das auf jeden Fall. Das kennt man aber auch, wenn man irgendwo sich ans Meer setzt und guckt auf den Horizont, guckt durch die Wellen und durch die Brandung, dann fällt ja alles von einem ab. Dann werden die Gedanken klarer. Also, und das ist schon etwas sehr Wichtiges, dass man etwas Meditatives. Also wenn man sich hier hinsetzt und sieht den Rhein vorbeifließen, das hat was Meditatives. Das hat man sonst nirgendwo. Ich habe ja das große Glück, dass mein Arbeitstisch tatsächlich mit Ausblick auf den Rhein ist. Ich sitze da oben und gucke drunter. Und von dem Moment an, da kann Gott weiß, was abgegangen sein. Wenn ich da oben sitze und gucke auf den Rhein, werde ich ruhig. Ich werde einfach ruhig. Und das tut mir sehr gut. Und wenn Sie in dieser Ruhe zurückblicken, Sie wollten eigentlich Maler werden und Musik mal so nebenbei machen. Genau umgekehrt ist es. Sie malen zwar immer noch, aber Musik war Ihr Leben. War das das Richtige, was Sie sich ausgesucht haben? Ich glaube, es war in der Reihenfolge genau richtig. Weil als ich angefangen habe, Malerei zu studieren, war das teilweise auch, ich konnte nur entweder malen oder Musik machen. Also ich bin ja in der Generation aufgewachsen, für die Beatles der Urknall war. Und Beatles und Stones oder nur erst, entweder oder? Nee, erstmal Beatles. Also Beatles haben mich für Musik interessiert. Bob Dylan hat mich für Lyrik interessiert, ohne dass ich das wusste. Er hat's. Und die Stones haben mir einfach gezeigt, wie man sich vermeintlichen Autoritäten gegenüber auch verhalten kann. Also das war so Role Model. Also Moment mal. Ja, also der Street Fighting Man. Ja, Street Fighting Man ist ja, was kann der kleine Junge schon tun, außer in der Rock'n'Roll-Wanzig? Ist eigentlich ein ziemlich resignatives Ding. Ja, das ist, wird immer so als die Revolutionsmusik gehandelt, ist, was ja gar nicht ist. Ist eigentlich fast resignativ. Was soll man denn schon machen, außer in der Rock'n'Roll-Wanzig? Ja. Wenn Sie jetzt immer noch malen, ist das nochmal ein Ausgleich zur Musik? Ist das eine Sache, die mit dazugehört? Weil das hat ja etwas damit zu tun, wie man sich auch die Welt sozusagen malt, wie man sie sich gestaltet. Ja, also die Sachen, die ich jetzt mache, kommen eigentlich nicht wirklich in die Wertung. Also ich habe zuletzt war ich an einem zusammenhängenden Zyklus gearbeitet. Das ist fast 20 Jahre her. Wenn ich jetzt mal was mache, dann ist das eigentlich was Illustratives, was mit den Songs zusammenhängt, die ich schreibe. Ich zuletzt an einem richtigen Zyklus gearbeitet habe, wo auch immer wichtig ist, wo ist der nächste Schritt? Wie kann ich den nächsten Schritt schaffen? Der Reduktion, immer weiter mit den gleichen Mitteln arbeiten und immer die gleichen Motive. Das kann man alles durchdeklinieren, aber irgendwann ist da auch ein Endpunkt und da muss man in eine andere Richtung gehen, aber immer halt der nächste Schritt, der ist wichtig. Josef Beuys haben Sie immer mal wieder angeführt und Hieronymus Bosch als Vorbilder, aber ein ganz persönliches Vorbild muss ja auch Ihr Großvater gewesen sein, der war ja Kirchenmaler. Yeah. Konnte leider nicht nur Kirchen malen oder in Kirchen malen, sondern musste sich das auch mit anderen Dingen verdienen, um seine Familie durchzubringen. Ja, ich habe meinen Großvater nicht mehr kennengelernt. Der ist eine Woche, bevor ich auf die Welt gekommen bin, ist er im gleichen Krankenhaus gestorben, also im Severinsklösterchen. Aber meine Eltern, also meine Mutter hat viel von meinem Großvater erzählt und es gibt doch diesen Aberglauben, ich sei die Reinkarnation meines Großvaters.
Wenn meine Mutter meine Hände gesehen hat, hat die genau die Hände von ihrem Vater. Und ich muss auch mich in bestimmten Situationen auch so verhalten wie er. Das ist wohl genetisch angelegt. Naja, der arme Mann, der hat gelernt, wie man Fresken malt, aber hat dann zwischen den Kriegen natürlich seine vielköpfige Familie als Maler und Anstreicher durchbringen müssen. Und das, er war dann auch unglücklich. Aber das wussten Sie doch. Ist das auch etwas, wo man sagt, ich fühle mich auch ein bisschen in so einer Tradition und möchte das dann auch vielleicht ein bisschen weiterführen? Nicht bewusst, aber ehrlich gesagt, meine Talente bestehen halt im Gestalten. Ich bin kein Zahlenmensch, ich bin kein Kaufmann, also mein Vater mit seinem Geschäft, das war nie ein Gedanke daran, dass ich das jemals übernehmen würde. Also meine Talente liegen wirklich im Gestalten, ob das jetzt musikalisch ist, ob das bildnerisch ist oder meine Texte. Ich gestalte gerne und das fühle ich auch eine sehr große Erfüllung drin. Also wenn ich mich hinsetzen kann und etwas gestalte, dann vergesse ich die Zeit. Und ich kann so lange arbeiten, dann denke ich auch nicht an Schlaf. Ich werde auch nicht müde darüber. Es ist mir oft passiert, dass ich an einem Bild gearbeitet habe und dann irgendwann festgestellt habe, draußen geht ja die Sonne auf, weißt du das? Und wenn ich dann zufrieden war mit dem Bild, ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Und das passiert mir auch, wenn ich merke, aha, der Text ist jetzt da angekommen, wo er hin soll. Der muss sich ja auch seinen Weg finden. Ich gehe ja nie hin und überlege mir eine Pointe und arbeite das vom Ende her auf, sondern meine Texte entwickeln sich. Die können auf einmal eine Wendung einnehmen, an die ich vorher nie gedacht habe. Da muss man flexibel bleiben und gucken, ach, das ist ja ein interessanter Weg, könnte ja auch da hingehen. Und irgendwann merkt man dann, wo es hingeht und dann ist gut. Jetzt waren viele ja zu Hause, haben nicht ihr Büro als Arbeitsplatz gehabt, sondern haben im sogenannten Homeoffice gearbeitet, haben auch vielleicht auch mal irgendwann eine Situation gehabt, wo sie gedacht haben, na, könnte ich mir auch mal anders überlegen, haben versucht, so ein bisschen kreativer auch zu sein in ihrer Umgebung. Ist Kreativität eigentlich aus Ihrer Sicht, wenn Sie Texte geschrieben haben oder wenn Sie vor einer weißen Leinwand stehen, ist Kreativität irgendwie zu motivieren bei einem selber oder fließt das aus Ihnen raus? Das fließt raus. Also ich kann das, gibt halt Situationen, wo man, sag mal, ich gehe in eine gute Ausstellung, dann fragt meine Frau in der Regel, und, hast du jetzt wieder Lust zu malen? Und dann, ja stimmt, eigentlich würde ich jetzt am liebsten direkt loslegen. Das ist aber auch bei einem guten Konzert oder wenn ich ein gutes Buch gelesen habe oder einen guten Film gesehen habe, ist das ähnlich. Das kann schon antriggern. Wunderbar, dass ich da draußen einen Beruf machen konnte. Ja, ich wollte gerade fragen, das ist ja eigentlich jetzt in der Zeit, in der wir sind, etwas, was durch die vorübergehende Schließung von Museen, durch die nicht stattfindenden Konzerte von Ihnen und von anderen, etwas, was uns irgendwo auch fehlt. Viele begreifen jetzt plötzlich, dass Kultur was ganz Wichtiges ist, dass das ein nicht nur Lebensgefühl ist, sondern auch einen großen Lebensinhalt bieten kann. Da geht es um Kreativität, um Einflüsse, um sich auseinandersetzen mit anderen Ideen. Das fehlt uns im Augenblick. Ja, Kunst ist ein Lebensmittel. Also es ist wirklich, wir brauchen Kunst, Kultur zum Leben. Sonst wird es auch nie weitergehen. Wir brauchen das wirklich ganz dringend, auch vom Gefühl her. Das etwas Inspirierendes, das bringt ja auch immer irgendwie weiter. Wenn man ein gutes Buch liest, wenn man einen guten Film gesehen hat, eine gute Ausstellung, ein gutes Konzert, das bringt weiter. Das bringt einen irgendwie weiter. Wenn man immer nur in seiner Tretmühle ist, in seinem Hamsterrad und erledigt seine Pflicht, macht das alles und man geht nicht unbedingt erfüllt abends ins Bett. Es fehlt was. Und ich bin halt sehr glücklich, dass ich aus diesem Gestalterischen wirklich einen Beruf machen konnte. Das hat jetzt so viele Jahre mein Leben, auch mein eigenes Leben bereichert, dass ich da auch sehr dankbar bin. Sehr dankbar und auch sehr demütig. Über die Demut müssen wir mal sprechen, denn Sie werden nächstes Jahr 70. Da setzen wir uns nochmal für hin. Okay.
Wir haben von Demut gesprochen. Sie werden nächstes Jahr 70. Wird man mit dem Alter demütiger? Ja, ich glaube schon. Also je mehr Lebenserfahrung man hat, desto mehr zieht man da auch seine Lehren raus und weiß, wo es lang geht. Ich weiß immer noch nicht genau, wo es lang geht, aber es dämmert schon, dass man auch an sich selbst zweifelt, auch an dem, wo man vorher nicht ganz sicher war. Also man relativiert mehr. Ja, das ist wichtig, dass man relativiert und auch nicht mehr darauf beharrt, unbedingt Recht haben zu müssen. Also man wird einfach, man wird einsichtiger. Also mir fällt es überhaupt nicht schwer, von einem Irrtum abzulassen. Ich muss mich da gar nicht verteidigen, wenn ich feststelle... Wo haben Sie denn Irrtum begangen in Ihrem Leben? Also wir haben eben über Malerei und über Musik gesprochen und dass eigentlich die Musik zur Malerei dazukommen sollte und eigentlich jetzt die Musik ihr Leben bestimmt hat. Sie haben gesagt, das ist kein Irrtum gewesen, weil Sie malen ja auch noch. Aber was gibt es denn für Irrtümer? Ja, also im privaten Bereich gibt es natürlich Sachen, wo ich heute sage, das hätte ich besser mal anders gemacht. Aber so im Großen und Ganzen, so was meinen Beruf betrifft, da bin ich genau genommen so wunderschön traumwandlerisch durch mein Leben gekommen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Also manchmal, wenn man so rekapituliert, passiert mir manchmal, wenn ich morgens im Bett liege und überlege, was gelaufen ist in bestimmten Situationen. Ich denke, irre, dass du da so unbeschadet durchgekommen bist. Das hätte auch alles ganz anders laufen können. Und da bin ich sehr dankbar, dass es eben nicht anders gelaufen ist. Ich bin unglaublich oft ganz nah an der Klippe vorbei, ohne es zu wissen. Und im Nachhinein, gibt es eine Klippe, wo Sie sagen, oh, da habe ich aber Glück gehabt? Ich habe zum Beispiel ein großes Glück gehabt, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Also jetzt ohne jetzt irgendwie hier rumzuschleimen oder was. Meine Frau habe ich zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo ich ziemlich nah an der Klippe war. Wo ich relativ unglücklich war. Einen großen Erfolg gehabt, aber ich war im Privat sehr, sehr unglücklich. Es wäre nicht so weitergegangen. Wir haben uns 87 kennengelernt und mittlerweile uns hat eigentlich keiner eine Chance gegeben. Mittlerweile haben wir schon lange silberne Hochzeit. Das ist alles wunderbar. Wir haben so wunderschöne. Da waren die Bekannten und Freunde, die gesagt haben, das wird nicht klappen? Ja, viele haben gesagt, das wird auf keinen Fall klappen. Unser Altersunterschied ist auch ein bisschen groß, aber ehrlich gesagt, mein Vater war 16 Jahre älter als meine Mutter. Und mein Vater hat immer gesagt, das ist doch nicht so schlimm, die kann auch bei mir alt werden. Es gibt ja immer so Weggabelungen, weil wir jetzt über das Alter sprechen, im Blick auf die letzten Jahrzehnte, Weggabelungen, wo Sie jetzt gesagt haben, da gibt es auch mal so ein Irrtum. Also da geht man vielleicht auch mal den falschen Weg. Haben Sie das Glück gehabt, sich doch den richtigen Weg auszusuchen? Das wird man erst ganz am Ende feststellen. Aber Sie haben ja schon ein paar Jahrzehnte hinter sich. Insofern. Also ich glaube, dass ich mich zu 99% für den richtigen Weg entschieden habe. Glaube ich schon. Ich hätte einige Entwicklungen abkürzen können. Welche zum Beispiel? Ja, ich hätte damals, was unsere Band betrifft, viel schneller meinen Willen durchsetzen können. Habe ich nicht gemacht, weil ich alle, die in der Band waren, sehr respektiert habe und gucken, wo es lang geht. Und die Entscheidungen sind dann letztendlich nicht von mir ausgegangen, sondern sind anders gefallen. Jetzt sagt man ja, der Rock'n'Roller, der kann ja nie aufhören. Und Sie haben selber mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, B.B. King, der hat ja auch noch gespielt, als er da saß. Auf der Bühne, der konnte gar nicht mehr stehen, der hat sich in den Stuhl gesetzt und hat gespielt mit Ende 80. Ist das so ein Traum auch von jemandem wie Ihnen zu sagen, ja, das will ich auch? Also wenn ich noch so gut beieinander bin wie B.B. King damals, ich habe den in Bonn gesehen auf der Museumsmeile, es war großartig. Der Mann hat auch eine unglaubliche Aura gehabt und er wusste noch, was er tat. Ich weiß nicht, ob ich mit paar 80 noch weiß, was ich tue. Keine Ahnung. Da machen wir von Jahr zu Jahr, planen wir da lieber, wenn man überhaupt planen kann. Momentan kann man ja gar nicht planen. Also ich spiele für mein Leben gern für die Leute. Also das Ganze, was vorher ist, dass man sich was ausdenkt, dass man ins Studio geht, eine neue Platte aufnimmt, das ist alles wunderschön, aber das eigentliche Ding ist,
vom Publikum, das dann auch zu spielen und auch die Energie, die von der Bühne ausgeht, die dann wieder zurückkommt. Also dieses Wechselspiel, das macht auch wirklich süchtig und ich hoffe, dass ich das auch möglichst lange machen kann. Das ganz große Vorbild Bob Dylan hatte einen Song für immer jung und den haben sie zum Beispiel mit Doldinger und von Geusern ja, mal gespielt. Will man eigentlich für immer jung sein? Dylan hat das ja gar nicht so gemeint. Er hat das für seinen Sohn geschrieben, der gerade geboren wurde. Und er wünscht ihm, dass er immer jung bleibt, dass man ihm immer zuhört, dass er gut aufgehoben ist in dieser Welt. Und wenn er immer flexibel bleibt, wenn er immer auch hinhört, dann bleibst du für immer jung. Das ist nicht dieser blödsinnige Wunsch, selber irgendwie in Jungbrunnen zu fallen, sondern das ist ein Wunsch an seinen Kleinen. Und dieses Gefühl, jetzt über eine Erfahrung von mehreren Jahrzehnten zu verfügen und eigentlich auch das Gefühl, die Fehler will man nicht nochmal begehen, die man gemacht hat. Man muss nicht zweimal in denselben Klo greifen, das muss man nicht unbedingt. Also das ist so ähnlich wie die Fußballspieler, die dann um Rot betteln, wenn sie schon die erste gelbe Karte haben. Also die erste gelbe Karte muss schon sitzen. Also mein Schlaganfall, das war die gelbe Karte, da habe ich draus gelernt. 2011 hat sie ja eigentlich ihre Frau gerettet. Die hat unglaublich schnell reagiert. Wie einschneidend war dieses Erlebnis? Ist das schon so, dass man da ein bisschen resümiert und sagt, da habe ich nicht nur Glück gehabt, sondern da muss ich auch vielleicht mal was ändern in meinem Leben? Ich konnte nicht so viel ändern in meinem Leben. Also dieser Schlaganfall war ja dadurch, dass ich einen schlimmen Husten hatte. Den hatte ich mir auf einer Amerika-Reise zugezogen und ich habe den Husten einfach vernachlässigt. Und durch den Husten war in meiner Halsschlagader hat sich eine kleine Wunde gebildet und aus dieser Wunde ist ein bisschen was ins Gehirn gestiegen. Also ich habe nicht ungesund gelebt und gar nichts. Ich habe von da an schon gewusst, Moment mal, du musst jetzt wirklich sehr gesund leben, du musst Sport machen. Was in der Zeit davor ein bisschen zu kurz gekommen war, weil das war halt die Tournee, wo ich gerade 60 wurde. Und wir haben uns viel zugemutet, aber nicht ungesund gelebt, das kann man nicht sagen. Aber ich habe halt keinen Sport mehr gemacht. Also mein Sport nehme ich schon sehr, sehr wichtig. Jeden Morgen sitze ich eine Stunde auf dem Heimtrainer, ich mache meine Übungen und das ist schon alles klar. Also, aber trotzdem, diese gelbe Karte, diese Warnung, pass auf, Mann. Pass auf dich auf. Das nehme ich schon sehr ernst. In der Zeit, wo Sie sich ja auch so ein bisschen wieder regenerieren mussten, Schlaganfall, den kann man ja nicht so schnell verkraften, ist das auch eine Situation, wo man über das eigene Leben nochmal nachdenkt, ob man das alles richtig gemacht hat? Ja, das denkt man schon, aber ich denke da auch ansonsten drüber nach. Weil eigentlich ist ja, wenn ich Songs schreibe, ich lege mich ja eigentlich zum Psychiater niedecken auf die Couch und lasse raus. Ich überlege mir nicht vorher, über welches Thema ich schreiben will. Ich lasse ja einfach raus. Und das, was dann die Leute was angehen könnte, wird dann letztendlich zum Songtext. Es ist nicht jeder Song gibt die Leute was an, aber es sind genug Songs, die Leute auch was angehen. Jetzt haben Sie Anfang März, am 6. März, den ersten Enkel bekommen. Ja. Der musste auch nach Köln transportiert werden, noch im Bauch der Mutter, weil der musste ja in Köln geboren werden. Auch das ist jetzt nochmal ein Einschnitt, weil da kommt eine nächste Generation. Ja, also das spüre ich ganz deutlich. Also ich habe mir bis jetzt immer darüber Gedanken gemacht, dass ich meinen Kindern, großes Wort, eine lebenswerte Welt hinterlassen will. Das hat sich jetzt um eine Generation weiter in die Zukunft verlagert. Also ich denke jetzt auch schon in den Dimensionen. Das gibt natürlich Kraft, klar. Es gibt Kraft, aber auch nochmal den Anstoß und die Motivation, Ihr Engagement, Ihr gesellschaftliches, politisches Engagement nochmal zu forcieren? Ja, das muss ich nicht. Da brauchte ich keinen Anstoß für. Also ich werde immer ein politischer Mensch sein und ich denke viel über Ungerechtigkeiten in der Welt nach und mein politisches Engagement ist von daher angetrieben. Also das, was ich in Afrika mache mit den ehemaligen Kindersoldaten, das hat mich sowas von umgetrieben, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ist ja jetzt auch schon ewig her, ist ja 16 Jahre her mittlerweile. Als ich das gesehen habe, hat sich für mich nochmal eine neue Tür geöffnet. Moment, das will ich nicht hinnehmen, da will ich mich drum kümmern und daraus ist dann dieses Projekt Rebound geworden. Wünschen wir Ihnen noch viel Kraft für das weitere Engagement.
ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.